Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video hier auf meinem Vlog-Kanal. Ich habe mich jetzt entschieden, einen extra Kanal zu machen für die Vlogs. Einfach, weil es dann differenzierter ist einfach. Dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr überhaupt Vlogs gucken wollt oder ob ihr meine normalen Videos schauen wollt. Und ja, jetzt gucken wir heute mal, wie das so läuft. Seid bitte nicht so gemein zu mir in den Kommentaren. Das ist wie gesagt mein erster Vlog, den ich drehe. Kritik natürlich gerne unten in die Kommentare, dass ich die Vlogs natürlich verbessern kann. Und ja, jetzt schaue ich einfach mal, was ich heute so filmen kann. Zuallererst mache ich mir jetzt erstmal einen Tee, würde ich sagen. Ich mag sehr gerne Tee im Winter und deswegen mache ich mir jetzt erstmal einen Tee. Favoriten zurzeit sind definitiv entweder Apfel, das hier ist Hüttenzauber, das ist mit Glühweingeschmack, ohne Alkohol, schmeckt aber, finde ich, überhaupt nicht nach Glühwein, aber sehr, sehr gut. Und die Winterzeit natürlich, das ist mit so Spekulatius-Geschmack. Und ich entscheide mich heute, glaube ich, für den Glühwein. Der muss natürlich jetzt auf 5 Minuten ziehen und später gibt es auf jeden Fall erst Frühstück, weil der Kleine muss dann erstmal ein Nickerchen machen, dass ich frühstücken kann, weil ich möchte einfach ein bisschen in Ruhe frühstücken und deswegen warte ich immer, bis er sein erstes Nickerchen macht. Wir haben es jetzt mittlerweile 9:30 und jetzt kann ich auch ein bisschen was frühstücken. Ich habe mich heute für Linessa Natur Cornflakes entschieden. Die sind so mit Vollkorn. Ich sehe gerade, da steht auch fettarm drauf. Das habe ich jetzt wie gesagt nicht extra gekauft, dass die irgendwie fettarm sind oder so. Da werde ich mir jetzt ein paar machen mit ein bisschen Milch und dann werde ich mich fertig machen und umziehen. Ja, solange der Kleine schläft, wie gesagt, da habe ich immer so eine halbe Stunde Zeit und dann muss das alles erledigt sein. Guten Appetit! So, das wird mein heutiges Outfit. Einfach eine ganz normale Jeans. Dann dieser wuschelige Cardigan, das T-Shirt und ein weißes Top drunter. Genau. Das ist übrigens einer der zwei Hosen, die wir nur noch passen. Ich dachte eigentlich auch, ich habe in der Schwangerschaft nicht so viel zugenommen. Aber man muss einfach bedenken, dass sich das Becken einfach, dass das breiter wird. Das habe ich einfach, wie gesagt, nicht bedacht. Ich habe insgesamt in der Schwangerschaft, 10 Kilo oder 12 Kilo zugenommen. Hatte aber vorher schon irgendwie zugenommen gehabt. Das heißt, also insgesamt, sagen wir mal, habe ich 15 Kilo zugenommen. Eine Woche nach der Geburt hatte ich schon so ziemlich fast 10 Kilo runter. Und ja, dennoch passen mir meine Hosen nicht. Ich meine, klar, ich wiege immer noch zu früher. Also früher habe ich 53 gewogen, jetzt wiege ich gerade 62. Ich meine, das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Aber dass es dann doch so krass ist. Also wie gesagt, ich hatte nach der Geburt dann, glaube ich, 58. Und ja, die Hosen haben mir trotzdem nicht gepasst. Und ja, das sind die einzigen Hosen, wie gesagt, also die Hose und noch eine andere passen mir, die habe ich aber nachträglich einfach jetzt noch gekauft, weil ich, wie gesagt, sonst nur 34 und 36er Hosen da habe und jetzt habe ich 38, 40. Ja, also schon ein Stückchen mehr. Und ja, ich ziehe mich jetzt auf jeden Fall erstmal um. Genau, gefrühstückt habe ich ja gerade und dann werde ich mich zurecht machen. Da kann ich euch ja schon mal zeigen, ich lege mir das immer hier zurecht, was ich schminken möchte. Das werden die Utensilien dafür sein. Das ist, wie gesagt, gerade mein Alltags-Make-up, also Lidschatten und so und Lippenstift wechsle ich immer. Aber so vom Grundprinzip, von der Foundation her und so, also nehme ich eigentlich immer. Und die, die mich schon länger verfolgen, immer die Rivalde Lube Natural Lift, das Natural Lift Make-up. Weil es einfach das hellste Make-up ist, das ich so aus der Drogerie kenne. Und ich finde es eigentlich echt klasse. Also es macht wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ist halt die Haltbarkeit, ist jetzt halt nicht so der Hammer. Aber genau. Ich würde sagen, wie gesagt, dass ich mich jetzt erstmal umziehe und mich zurecht mache. Und dann sehen wir mal weiter, was heute der Tag noch so bringt.
Das ist übrigens meine Figur nach der Geburt. Also ihr seht, ich habe definitiv hier schönen Speck angesammelt. Aber es geht eigentlich. Also klar, ich habe wie gesagt noch ein bisschen was auf den Hüften. Aber hier könnt ihr es mal so sehen. Genau, ich kann ja mal mein T-Shirt auch hochziehen. Also wie gesagt, hier hat man auf jeden Fall noch überschüssige Haut und so Schwabbel. Und ja, wie ihr seht, ich habe von der Schwangerschaft wirklich nur 3 Streifen behalten. 1, 2, 3. Und die habe ich wirklich erst während der Geburt bekommen. Also bevor ich in die Geburt so gesagt gegangen bin, hatte ich noch keine Schwangerschaftsstreifen. Und danach waren die auf einmal da. Ja. Aber finde ich nicht so schlimm. Es sind ja nur, wie gesagt, 3 Stück. Und ich finde, es geht noch. Aber das ist so gerade meine Figur. Bin ich aber, wie gesagt, eigentlich ganz zufrieden mit. Ich meine, wie gesagt, man hat ein Kind gekriegt, ne? Ich mache ja auch Sport. Ich gehe ja in so einen Rückbildungskurs. Das sollte man ja nach der Geburt auf jeden Fall machen. Diesen Rückbildungskurs, den mache ich eben gerade. Und ja, da hoffe ich natürlich auch, dass ich ein bisschen was abnehme. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt erstmal kein Muss. Wie gesagt, ich habe ein Kind gekriegt und das wird dann schon irgendwie irgendwann werden. Ja, wie gesagt, so viel habe ich ja auch, wie gesagt, nicht zugenommen. Ja, jetzt mache ich mich auf jeden Fall wirklich mal fertig, weil sonst habe ich keine Zeit mehr. So. Ich dachte mir, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit noch, wie ich mich zurecht mache. Wie gesagt, wenn man ein Kind hat, ist ein Make-up wirklich sehr schnell. Und nicht wirklich kompliziert. Man hat einfach die Zeit nicht mehr dafür, was auch nicht so schlimm ist. Also ich könnte mir jetzt auch die Zeit nehmen, ja, und könnte einfach bis mittags oder so noch warten, aber ja, man will dann ja auch irgendwann mal zurechtgemacht sein und wie gesagt, ich finde, wenn man sich so viele Jahre schminkt, dann geht das eigentlich allgemein sehr schnell. Wie gesagt, wenn ich YouTube-Videos drehe, dann gebe ich mir da ein bisschen mehr Mühe. Aber für den Alltag reicht das auf jeden Fall komplett, was ich mache. Und wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ob unter meinen Zuschauern jetzt auch ein paar Mamis sind. Also wie gesagt, es ist wirklich nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber irgendwie kriegt man es hin. Und wie gesagt, es ist ja eigentlich nicht das Wichtigste, jetzt hier vollkommen geschminkt zu sein. Also ich schminke mich halt immer noch total gerne. Es ist ja seit Jahren ein Hobby von mir. Und deswegen mache ich es auch noch. Und möchte ja wieder, so gesagt, einsteigen auf YouTube. Aber ich finde, wie gesagt, im Alltag jetzt nicht so wichtig. Hauptsache viel Concealer. Ja, braucht man als Mutter auf jeden Fall ganz viel. Und ich muss sagen, ich habe jetzt langsam kriege ich wieder schlechtere Haut. In der Schwangerschaft hatte ich ja wirklich super Haut. Also das war ja der Hammer. Da hatte ich wirklich ja keinen einzigen Pickel. Und jetzt habe ich so zwischen der Stirn habe ich viele Pickel dazu gekriegt und hier am Mund habe ich einen. Aber es hält sich alles noch in Grenzen. Vorher sah ich ja viel, viel schlimmer aus. Also ich habe ja eigentlich sehr stark mit Pickeln zu kämpfen. Und ich finde, da kann man eigentlich auch nicht wirklich viel machen. Also es ist dann halt leider einfach so. Und das hat wirklich nicht immer was mit Hygiene zu tun. Oder keine Ahnung, dass man sich weniger schminken sollte. Oder. Das ist einfach eine Veranlagung. Und wenn man die hat, hat man verkackt. Dann ist das halt einfach so. Ja. Blush nehme ich jetzt mal den Machine von MAC. Also wie gesagt, ich finde, da kann man immer nicht viel dran ändern. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr mit Pickeln zu kämpfen? Habt ihr irgendwie einen super Geheimtipp parat gegen,
gegen Pickel. Also ich finde, so Masken helfen ab und zu sehr gut. Also zum Beispiel eine von Garnier habe ich, die habe ich euch auch schon mehrere Male gezeigt. Die fand ich zum Beispiel immer sehr gut bei Pickeln. Aber wie gesagt, wenn es wirklich mal so richtig bäm losgeht, dann kann man wirklich eigentlich nichts mehr machen. So, meistens nehme ich auch nur noch einen Lidschatten, oh, der ist aber sehr dunkel, einen Lidschatten aufs Auge. Übrigens Liquid Lipstick von NYX im Sandstorm. So, dann mache ich immer noch ein bisschen meine Augenbrauen, obwohl die einfach immer der reine Horror sind. Dann sprühe ich mir in letzter Zeit immer von Balea das Wasserspray ins Gesicht. Kann man ja auch zur Make-up-Fixierung nehmen. So, und mehr mache ich eigentlich nicht. Haare, wie gesagt, sind zurzeit bei mir immer irgendwie im Zopf, weil ich muss die jetzt mal färben. Ich habe mir schon Haarfarbe gekauft von Nutrice, die Farbe Mokka hellbraun werde ich färben. Wie ihr seht, ich bin ja wieder weg vom Rot, einfach weil das als Mama Katastrophe ist, das wirklich so frisch zu halten. Genau, und habe mir jetzt auch von Balea noch das Trockenshampoo gekauft für dunkles Haar, einfach wenn es mal schnell gehen muss. Aber wie gesagt, meist lasse ich sie eigentlich jetzt im Zopf und wenn ich sie dann Ende der Woche gefärbt habe, werde ich mal wieder ja, meine Haare auspacken und damit was anstellen. Aber das ist jetzt so mein Alltagslook. Sieht das Endergebnis dann aus? Angezogen und geschminkt und der Kleine wird wach. Also perfektes Timing, würde ich sagen. Jetzt gehe ich erstmal zum Kleinen. So, ich habe jetzt eine Wäsche gewaschen. Ich habe jetzt seit neuestem mal das Ariel? Colorwaschmittel und habe so einen Weichspüler. Ich mag nicht, wenn Weichspüler so heftig riecht. Deswegen habe ich mal von Denk mit von der DM Eigenmarke dieses Ultra Sensitiv gekauft. Und für den Kleinen seiner Wäsche benutze ich ja immer das Persil Sensitiv Gel und habe jetzt mal vom Lidl auch so einen Sensitiv Weichspüler gekauft, weil der riecht so total, wie soll ich das sagen? Wie so Desinfektionsmittel irgendwie. Und der vom Lidl riecht auf jeden Fall so in die Richtung, wie dieses hier riecht. Also so ein bisschen cremig halt. Ich wollte halt nichts Intensives, aber das finde ich jetzt auch nicht so schön. Also, so, Akku leer. Ja, wie gesagt, das hier riecht halt einfach so ein bisschen cremiger und das riecht so nach Desinfektionsmittel. Wenn ihr die Wäsche zwar gewaschen habt, riecht ihr das nicht. Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, finde ich jetzt auch nicht, dass das ein super Weichspüler ist. Also da merke ich jetzt nicht wirklich viel davon. Ich habe das halt gekauft für die Handtücher zum Beispiel oder für die Babyklamotten, die sehr so einen weichen Vlies haben. Die sind durch das normale Waschmittel, das ich hatte, immer ja nicht so weich geworden. Deswegen wollte ich diesen einfach mal ausprobieren. Und jetzt, wie gesagt, probiere ich den einfach mal aus. Kann ich euch dann ja auch mal informieren, ob der jetzt besser ist vom Lidl. Genau, ich mache mir jetzt was zum Mittag. Heute gibt es mal Kräuterbaguette. Ja, nicht super gesund, ich weiß, aber ja, wenn es schnell gehen muss, muss halt auch mal sowas sein. Und das mache ich mir jetzt. Der Kleine schläft gerade wieder und macht ein kleines Nickerchen. Und dann hoffe ich immer, dass das Essen schnell genug fertig ist, dass ich noch in Ruhe essen kann. Aber ja, wenn nicht, dann muss ich ihn nebenbei eben einfach bespaßen. Genau, wie gesagt, das mit den Waschmitteln, den könnt ihr gerne mal eure Favoriten an Waschmitteln runterschreiben, unten in die Kommentare. Ich habe das Ariel jetzt einfach mal gekauft, weil es im Angebot war. Vorher hatte ich eben auch das von Lidl, aber das hat mir jetzt irgendwann einfach nicht mehr zugesagt. Irgendwie habe ich einfach gemerkt, dass das nix ist, irgendwie. Ja, also dass es irgendwie nicht so reinigt. Ja. Genau, ich hatte auch mal von Amazon diesen Ball da ausprobiert, diese Kugel, wo ihr einfach dann mit diesen Kügelchen drin,
ihr einfach nur immer in die Waschmaschine schmeißen könnt. Fand ich aber grottenschlecht, muss ich sagen. Also das hat überhaupt nichts sauber gemacht und ja, ich wasche ja Wäsche, dass die Wäsche sauber wird. Deswegen war das ein bisschen blöd. Jetzt esse ich erstmal gleich und dann kann ich euch später auf jeden Fall noch den Einkauf zeigen. Ich war nämlich gestern ein bisschen was einkaufen, da kann ich euch ja mal zeigen, was ich da kaufen musste. Ich kaufe übrigens entweder beim Lidl ein oder beim Kaufland. Ich weiß nicht, ob ihr Kaufland überhaupt kennt. Das ist, glaube ich, auch so ein Supermarkt von einer bestimmten Region, sag ich mal. Aber im Lidl kaufe ich eigentlich meistens ein. Und da kann ich euch, wie gesagt, später die Sachen einfach nochmal zeigen. Jetzt, wie gesagt, esse ich erst. So, ich zeige euch jetzt, wie gesagt, noch den Wocheneinkauf. Ich mache das doch jetzt schon, denn wir haben jetzt schon fast, fast 12. Und ich denke, nach dem Wocheneinkauf werde ich auch den Vlog dann erstmal beenden. Deswegen zeige ich euch jetzt schnell, was ich im Lidl eingekauft habe. Wie gesagt, das ist kein normaler Wocheneinkauf gewesen. Da ich, wie gesagt, noch sehr, sehr viele Sachen hier hatte, die wir noch nicht aufgebraucht haben. Zu einem habe ich gekauft Maultaschen geschnitten, 2 Packungen. Die kaufen wir eigentlich immer, weil die kann man super schnell einfach in der Pfanne anbraten. Und dazu machen wir dann einfach immer dieses Kaisergemüse. Genau, das dann einfach mit dazu. Das taue ich dann so gesagt entweder in Mikrowelle auf oder lasse es so auftauen. Aber wie gesagt, meistens geht es in der Mikrowelle schneller. Und dann kommt es, wie gesagt, zu den Maultaschen dazu und dann kann man das wirklich super essen als Gericht. Also es geht, wie gesagt, sehr, 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 sehr schnell und schmeckt eben auch sehr gut. Dann habe ich mitgenommen, weil diese Woche Angebot der Ofenkäse, cremig mild. Baguette kaufe ich dann einfach an dem Tag, wo wir es essen, beim Bäcker. Aber kaufe ich eigentlich nur, wenn es wirklich im Angebot ist, weil da kostet der normalerweise fast 5 Euro und da hat er jetzt knapp 3 Euro gekostet. Dann habe ich Gelbwurst mit Kräutern gekauft und einmal so Schinkenmettwurst, einfach so zum aufs Brot und zur Brotzeit einfach. Genauso wie so ein Brie-Käse mag ich auch ganz gerne. Wie gesagt, einfach zum Brotzeitessen. Dann ein absoluter Favorit, gibt es noch nicht lange bei Lidl, ein Pudding. Den gibt es normalerweise, habe ich den auch schon beim Aldi gesehen, aber im Lidl gibt es ihn erst seit kurzem. Und zwar ist der auch, glaube ich, von der Eigenmarke Milbona. Doppeltoffee heißt der. Also das ist ein Karamellpudding, so gesagt. Und ich finde, Karamellpudding findet man jetzt im Supermarkt nicht so häufig. Und der schmeckt echt so lecker, wirklich, der schmeckt so gut. Also falls ihr auch so auf Karamell steht, müsst ihr den unbedingt probieren. Der ist wirklich sehr lecker. Dann gab es auch noch die Fruchtzwerge-Nachmache von Lidl. Genau, Milbona heißt die. Das ist einfach so eine günstigere Alternative. Und da eben die Fruchtzwerge-Alternative. Dann gab es auf jeden Fall auch Milchschnitte. Dann für morgens auch mal Waffeln. Die kann man auch super zum Beispiel in Toaster tun und die so ein bisschen warm machen mit Puderzucker. Schmeckt auch sehr lecker. Und einfach so für Nachmittag zum Snacken so Schokoladenmuffins. Und mehr habe ich eigentlich nicht eingekauft. Wie gesagt, weil ich einfach noch Hackfleisch eingefroren habe. Spaghetti habe ich noch dafür. Spaghetti Bolognese zum Beispiel. Genau, und einfach so ein paar Sachen habe ich, wie gesagt, noch da. Deswegen kein normaler Einkauf. Aber ja, das sind jetzt so die Produkte, die ich gekauft habe. Beim nächsten Mal nehme ich auch einen Einkaufszettel dazu und zeige euch, wie viel ich ausgegeben habe. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann verabschiede ich mich jetzt hier auf jeden Fall von dem Vlog. Schreibt, wie gesagt, unten gerne in die Kommentare, was ich noch verbessern könnte. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Gebt mir bitte ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dann sehe ich auch, ob euch die Vlogs gefallen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!